Novena zum Heiligen Geist, neunter Tag, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott gibt den guten Geist denen, die ihn darum bitten. Lukas 11, 13. Heute finden wir uns zum letzten Mal bei dieser Novena im harrenden Jüngerkreis ein und vereinigen unser sehnsuchtsvolles mit dem Flehruf der Apostel. Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. Immer inniger wird unser Ruf. Komm, Heiliger Geist, komm. Gott selbst will, dass wir ein heißes Verlangen nach ihm, nach geistigen Gütern haben. Selig preist der Heiland alle, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Und verheißt aber auch die Sättigung. Wir fassen heute nochmals die Vorsätze und Entschlüsse zusammen, welche die Betrachtung der Gnadengaben des Heiligen Geistes in uns geweckt hat, damit wir alles entfernen, was der gnadenreichen Einkehr des Heiligen Geistes im Wege stehen könnte. Mit dem Psalmisten sprechen wir, ein reines Herz. Erschaff in mir, o Gott, und den rechten Geist erneuere in meinem Inneren. So kann es nicht ausbleiben, dass etwas von der erleuchtenden, umwandelnden, belebenden Wirksamkeit des Heiligen Geistes auch unserer Seele zukommt. So kann es nicht ausbleiben, dass etwas von der erleuchtenden, umwandelnden, belebenden Wirksamkeit des Heiligen Geistes auch unsere Seele zukommt. Wenn wir die Novena in einem bestimmten Anliegen gehalten haben, dann überlassen wir es doch Gott, wie er uns erhören will. Denn wir wollen nicht die Erfüllung unserer Wünsche, sondern seine Ehre. Wir vertrauen fest, dass Gott uns die Gnade gibt, die uns am meisten befähigt, seinen Absichten zu entsprechen, ob wir diese nun sehen oder nicht sehen dürfen. Das Wort des Völkerapostels an die Richter mahne und tröste uns. Wenn wir aber hoffen auf das, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit Geduld. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn um was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, wissen wir nicht, sondern der Geist selbst fleht für uns mit unaussprechlichen Seufzen. Römer 8, 25 bis 26. Gebet, allmächtiger, ewiger Gott, in deiner überströmenden Güte schenkst du den Flehenden mehr, als sie verdienen, ja mehr, als sie bitten. Gieße aus über uns dein Erbarmen, vergib, was unser Gewissen bedrückt, und gewähre, um was wir bitten, um was wir zu bitten nicht wagen, durch Christus unseren Herrn. Amen. Leitgedanke. Ich will heute recht oft um die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes bitten. Stoßgebet. Komm, Heiliger Geist, komm. Königin der Apostel, bitte für uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib. Ewiges Vergelt's Gott.